Und heute lernt ihr, was ist Byzanz? Byzanz? Ist das ein Name? Was ist das denn? Keine Ahnung. Ich glaube, da habe ich mal Urlaub gemacht. Boah, müsste ich googeln, keine Ahnung. Nein, müsst ihr nicht googeln. Ich erkläre euch das. Alles ging los, nicht mit ihm hier, mit Konstantin Opel, und auch nicht damit, mit Konstantins Opel, sondern hiermit, mit Konstantinopel, der Stadt, die Konstantin der Große gegründet hat. Der Konstantin war ein römischer Kaiser. Und weil es ihm in Rom nicht mehr gefiel, ging er woanders hin, nämlich an den Bosporus, und der liegt in der heutigen Türkei. Und weil es hier so schön war, wurde Konstantinopel bald Hauptstadt des Byzantinischen Reichs. Viele, viele Jahre nach Konstantin herrschte Konstanz II., dem es in Konstantinopel nicht ganz so gut gefiel. Der wollte von Syrakus aus auf Sizilien regieren. Aber die Leute dort mochten ihn nicht, und als er eines Tages ein schönes, erquickendes Bad nehmen wollte, hat man ihn mit einer Seifenschale erschlagen. Bedauerlich. In Byzanz konnten auch Frauen das Zepter schwingen. Eine von ihnen war Irene, das heißt übrigens Frieden. Ihr Sohn war auch Kaiser, aber ein ganz ungezogener. Deshalb ließ sie ihn blenden. Nach ihr kam Nikephoros I., der gegen die Bulgaren zog. Dem widerfuhr ein Missgeschick. Denn sein Schädel endete als Trinkschale von Krumm. Der hat nichts mit Harry Potter zu tun, sondern war Khan der Bulgaren. Apropos Trinken. Dieser kleine Checker hier, Michael III., hing nachts mit seinen Atzen beim Komasaufen in der City ab. Voll also, ey. Und ein paar Assis haben ihn auch noch platt gemacht. Krass, Alter. Ganz asketisch lebte dagegen Nikephoros II. Phokas. Er nächtigte auf dem Boden und enthielt sich des Ehevollzugs. Hat ihm aber auch nichts gebracht, da seine Frau das gar nicht gut fand und ihn von ihrem Liebhaber ermorden ließ. Vassilios II. Nennt man auch Bulgarentöter, was unfair ist. Denn er hat die Bulgaren gar nicht töten, sondern nur blenden lassen, und zwar 15.000 von ihnen. Als wahrer Menschenfreund ließ er sogar jedem Hundertsten ein Auge, um die andere nach Hause zu führen. Nett, oder? Zu den Pechvögeln der Geschichte zählt Romanos IV. Diogenes. Nein, nicht der Philosoph in der Tonne, sondern der Kaiser. Frohe Mut zog er gegen die Seldschuken. Doch die Spielverderber nahmen ihn gefangen. Dumm gelaufen. War aber nicht so schlimm, weil sie ihn wieder freiließen. Yahoo! Yippie! Dafür blendeten ihn dann seine Verwandten. Das hier ist Andronikos I. Ein Mann von chronisch schlechter Laune. Sieht man ja. Er floh vor seinem Vetter Kaiser Manuel ins Exil. Erst nach Antiochia, dann nach Jerusalem, dann nach Damaskus und schließlich bis zu den Türken. Als er dann zurück nach Konstantinopel kam, da war sein Vetter schon tot und dessen kleiner Sohn Kaiser. So geil, dachte sich Andronikos, könnte eigentlich auch ich Kaiser sein, und ließ ihn enthaupten. Er wollte nicht alles neu, aber vieles besser machen. Dachte sich der Pöbel, können wir auch gleich einen besseren Kaiser nehmen? Und dann war Schluss mit Andronikos. Es gab aber noch viele, viele andere Kaiser. Denn das Byzantinische Reich existierte mehr als 1000 Jahre. Am Anfang sah das so und am Ende nur noch so aus. Und dazwischen ist ganz viel passiert. Den Herrn hier, den kennt ihr ja schon. Das ist Konstantin, der Konstantinopel gegründet hat. Er war aber auch der erste Kaiser, der sich christlich taufen ließ. Und nach ihm waren alle Kaiser außer einem Christen. Und weil es immer mehr Christen gab, brauchten sie immer mehr Kirchen, wie die hier zum Beispiel. Sieht aus wie eine Moschee, war auch mal eine, davor aber eine Kirche. Sie heißt Hagia Sophia und war damals die größte Kirche der Welt. Und weil sowohl die Kirche als auch die Kaiser sehr reich waren, dachten sich die anderen Völker, möchten wir auch was von haben. Weil das den Byzantinern aber nicht gefiel, hatten sie viele Feinde, wie etwa Ostgoten, Westgoten, Hunnen, Perser, Vandalen, Awaren, Slawen, Bulgaren, Langobarden, Russen, Araber. Und weil das so viele waren, ließ der Kaiser in Konstantinopel nicht nur Kirchen, sondern auch eine Mauer bauen. Nein, nicht die, sondern die. Sie war so hoch und breit, dass sie niemand überwinden konnte. Zumindest bis diese Herrschaften kamen, die Kreuzfahrer.
Eigentlich wollten sie nach Ägypten. Zu Fuß ist das ja eher schwierig. Deshalb suchten sie Schiffe. Dachten sich die Venezianer, Schiffe haben wir ja genug. Können wir sie ja rüberfahren und dabei noch was verdienen. Und weil Venedig damals schon teuer war und die Kreuzfahrer knapp bei Kasse, hatten die Venezianer eine Idee. Plündern wir doch gemeinsam Konstantinopel. Das taten sie dann 1204 auch und brachten viele schöne Souvenirs mit nach Hause. Wie zum Beispiel das und das und das. Danach gab es Byzanz zwar noch, doch wurde es immer kleiner. Darüber hat sich der Mehmed gefreut. Das war der Sultan der Osmanen. Er schaffte es 1453, die Stadt endgültig zu erobern. Dabei fiel der letzte Kaiser und das Byzantinische Reich ging unter. Natürlich ist noch viel mehr in Byzanz passiert. Und wenn ihr wissen wollt, was, dann könnt ihr das erfahren, indem ihr in Münster Byzantinistik studiert. Wie die hier zum Beispiel. Aber die sind bald weg. Und dann gibt's auch keinen Magisterstudiengang mehr. Macht aber nichts, denn dafür kommen dann die hier. Das sind Bachelor- und Masterstudenten. Das Institut für Byzantinistik und Neokrezistik, das gibt es schon seit 1964. Die Bibliothek zählt mit über 25.000 Büchern zu den größten in Deutschland. Da gibt es leichte Kost, aber auch schwere. Und zwar auf Griechisch, Lateinisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, aber auch Spanisch, Türkisch, Arabisch, Serbisch, Armenisch, Georgisch, Bulgarisch und zu Themen wie Geschichte, Archäologie, Kunst, Literatur, Wirtschaft und Handel, Geographie, Numismatik, Recht, Theologie, Siegelkunde und zu vielem mehr. Das sind die beiden Professoren des Instituts, Herr Professor Magris und Herr Professor Grünbart. Hier veranstaltet Professor Magris gerade eine Übung. Er kommt aus Griechenland und beschäftigt sich besonders mit byzantinischer Literatur und Textkritik sowie mit Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Und weil es eine Übung ist, müssen die Studenten auch mal ran, denn sie sollen ja üben. Professor Grünbart beschäftigt sich besonders mit byzantinischen Briefen, materieller Kultur und Alltagsgeschichte sowie mit gesellschaftlichen Netzwerken. Der Professor Grünbart kommt aus Wien und das hat Vorteile. Denn wenn er aus Wien nach Münster kommt, bringt er gerne mal was mit. Wie zum Beispiel das hier oder das oder auch das, nämlich Käsekreiner, eine Grillwurst. Die nennt man im Volksmund auch Eitrige. Klingt eklig, ist aber so. Und weil es eine Grillwurst ist, muss man sie grillen und natürlich auch essen. Und wenn man so viel gegessen und getrunken hat, braucht man erstmal eine Pause. Dafür gibt es in Münster viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel am Aasee. Sobald man dann ausgeruht ist, geht's weiter. Nein, nicht mit dem Essen, sondern mit dem Studium. Und wenn ihr bei uns in Münster studieren wollt, dann seid ihr natürlich herzlich willkommen.